Was geht ab, Leute? Heute ist soweit. Wir spielen heute Finde die richtige Tür, ja? Wir haben anscheinend so eine riesen Obby, Leute. Und hier kann man mit so einem ganz normalen, wie auch bei, das bei der Rutsche kennen, hier kann man die ganze Zeit nach unten rutschen. Dann muss man nachher die richtige Tür auswählen, noch verschiedene andere Sachen machen, Parcours überwinden, Leute. Ich kann noch ganz, ganz viele Sachen kaufen, Leute. Ich würde mal sagen, wenn ihr darauf Bock habt, dass ich davon mehr machen soll, dann haut jetzt auf jeden Fall gerne mal auf den Like-Button und auf den Abo-Button und dreht einmal ganz kurz euer Handy so, dass ihr dann noch auf die Glocke drücken könnt, Freunde. Dann werdet ihr nämlich kein einziges Video hier mehr verpassen. Wir gehen jetzt mal ganz kurz hier hin und können jetzt hier so eine Gratis-Box bauen, so eine mystische oder so eine goldene Box. Ich würde mal sagen, wir nehmen diese mystische, Freunde, und setzen uns mal ganz schnell hier rein. So, okay, wir sitzen drin und die kostet Geld. Dann hole ich mir, okay, pass auf, ich hole sie mir einfach, okay, Leute, pass auf, ich setze mich rein und dann hole ich mir jetzt sie für 30 Robux. So, zack, Box ist gekauft, damit wir hier drin sitzen bleiben dürfen. Und ich glaube, da werden wir von der Geschwindigkeit mehr angetrieben oder so, ne? Weil irgendwie sind wir ja voll langsam dafür, dass ich 30 Robux ausgegeben habe. Okay, 50 km/h, Freunde. Ey, nein, nein, nein. Ey, hey, meine Box. Ich würde einfach mal sagen, wir nehmen jetzt hier diese mystische Diamantenbox, Freunde. Ich meine, wir haben sie jetzt auch eben für 30 Robux gekauft. Hat aber eben nicht so gut funktioniert. Guck mal, wir müssen jetzt nochmal kaufen. Was? Was? Ich muss die nochmal kaufen, Leute. Okay, dann kaufe ich mir die halt nochmal. Aber diesmal bleiben wir auch wirklich drin. Damit die nicht respawnen, Freunde. So, jetzt hier 30 Robux nochmal ausgeben für eine mystische Box. Und jetzt solltet ihr auf jeden Fall gleich schon an KMH gewinnen. Wir dürfen gefühlt auch gar nicht hier irgendwie springen drücken oder so, weil sonst verschwindet die Box sofort, ja. Und mal gucken, ob wir jetzt hier diese Regenbogenstrecke überleben. Ja, wir fahren ja schon 50 km/h, Freunde. Alles klärchen. Und jetzt geht es hier auf jeden Fall ordentlich runter. Und ich glaube, wir dürfen auch gar nichts drücken. Na, jetzt hier. Yo. Okay, sehr gut. Jetzt sind wir hier sogar schon auf 70 km/h. Finde ich sehr, sehr gut, Freunde. Hier oben auch noch der Parcours und so, den wir gleich noch überwinden können. Dann geht es hier auch noch mal weiter runter. Mit hey, ich habe gar nichts gedrückt. Ich habe gar nichts gedrückt. Warum springt man denn raus? Okay, Leute, müssen wir jetzt wohl anscheinend in der Box ohne Box weiter. Ich weiß auch nicht, warum das jetzt so ist. Ich habe gar nichts gedrückt. Ich hatte nicht mal meine Hand da drauf. Aber, na gut, okay. Dann laufen wir jetzt hier am besten mal ganz kurz hoch. So, hier. Oh, 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 ja. Und springen! Yeah! Hä? Okay, oh, warte mal, was ist denn hier los? Okay, warte mal. Wir laufen jetzt mal ganz kurz da vorne. Ich glaube, die Rutsche ist sogar gleich schon vorbei. Dann können wir uns gleich eine neue Box holen. Oder dann, glaube ich, den Parcours überwinden, den wir gerade unten links gesehen haben, Leute. Und jetzt geht es hier nochmal ein bisschen weiter. Wir laufen hier wirklich mit Sonic-Geschwindigkeit hier lang. Und hoffen jetzt, dass wir gleich hier das Ende haben von dieser Regenbogenrutsche wenigstens. Weil ich möchte meine Box wieder haben, Leute. Ich möchte einfach meine Box wieder haben. Hä? Wo bin ich denn jetzt? Ey, ich kaufe noch kein Goldpack für so viel Geld. Okay, pass auf. Wir sind jetzt hier gerade anscheinend irgendwo, warte mal, was kann ich mir jetzt hier kaufen? Kann ich jetzt hier durchschwimmen? Muss ich jetzt hier wirklich durchschwimmen? Ich muss hier durchschwimmen. ich muss jetzt ungelogen wirklich durchschwimmen, Freunde. Durch diesen ekligen grünen See, Fluss oder sonst irgendwas. Hallo? Ich kann noch an der Seite laufen. Okay, gut. Gibt es hier keine Boote oder sowas? Was ist das für eine Frechheit hier? Ey, Kollege! Ey, hast du irgendwie ein Boot oder so am Start vielleicht für uns, dass wir hier nicht mehr ins Wasser die ganze Zeit müssen? Weil da geht es noch voll weit da vorne lang. Und jetzt müssen wir wirklich jetzt, oh Mann, wir müssen jetzt hier die ganze Zeit durchschwimmen, Freunde. Na, ich mach das mal eben schnell. Ja, hier ist sogar schon das Ende von diesem Fluss endlich mal, damit wir gleich schon den neuen Parcours machen können. Und Leute, ich schwör's euch, das hat hier so lange gedauert. Ich bin hier so lange gelaufen, ich hätte mir echt so ein Boot oder so holen sollen oder so einen fliegenden Teppich. Deswegen, hier würde ich mal sagen, kommen wir auf jeden Fall irgendwas Cooles. Irgendwas, was man vielleicht gut benutzen kann. Hier ist zum Beispiel eine Gratisbox. Komm, ich gebe jetzt kein Geld mehr aus für irgendeine coole Box oder so. Ich nehme jetzt einfach die Gratisbox und wehe, ich fliege hier raus. Leute, ich bin jetzt hier wieder mit 5 km/h. Ich drücke nicht auf Springen. Also ich werde jetzt nicht springen, Leute. Ich möchte jetzt hier diese Regenbogenstrecke richtig, richtig cool absolvieren. Und das war jetzt gerade hier der Fluss. Und ich glaube unten, oh ja, Leute, da kommt, Alter, da kommt gleich richtig, richtig viel noch sogar. Okay, komm, wir gehen jetzt hier nach unten. Yeah! Die heftige Rutsche mit 70 km/h und jetzt müssen wir eigentlich gleich noch mehr Speed haben, ne? Können wir hier noch mehr Speed? 45 km/h nur? Alter. Jo, was ist das denn? Ist das die Sonne oder was? Ey, ist ja voll hell, Leute. Überall Sterne auch so am Himmel, ne? Es sieht aus, als wäre das irgendwie eine geisteskranke Sonne. Okay, jetzt geht's hier mit 70 km/h hoch. Und jetzt kommen. Und ja, hier noch weiter. Voll langsam 30 km/h. Ich glaube, jetzt ist heftig, Freunde. Anschnallen. Jo, komm. Ja, hier oben. Nein. Nein, das ist eine Toilette. Ey, das ist eine Toilette. Hilfe, eine Toilette. Was? Wo sind wir jetzt hier? Alter Schwede, wir sind einfach, yo, in so einem Regenbogentunnel oder so. Hä? Was geht denn hier ab, Freunde? Das ist richtig, richtig verrückt.
Hallo? Hallo? Leute, wo sind wir hier gerade? Ich habe gerade echt gar keine Ahnung. Jetzt geht's hier noch ein bisschen weiter. Alles Klärchen, nochmal hier durch den Tunnel durch. Was ist hier los, Alter? So, jetzt, wo kommen wir raus, hä? Wo kommen wir raus? Oh, in den nächsten Tunnel rein. Ey, das ist ja voll verrückt. Wir sind hier einfach in dem heftigsten Tunnel in ganz Roblox drin und... ey! Jo! Alter! Okay, das war auf jeden Fall ein heftiger Tunnel, muss ich sagen. Wir sind jetzt hier anscheinend irgendwo von oben gelandet, aus einer Toilette oder so. Ich glaube, da, genau, da ist die Toilette, wo wir gerade drin waren. Einfach in eine Toilette reingefallen, beziehungsweise rausgefallen. Und jetzt können wir hier sogar durchgehen und das ist anscheinend sogar auch ein heftiger Parcours oder so. Wir können jetzt hier wieder ein gratis Ding spawnen. Okay, machen wir jetzt mal. Und rein hier in die Achterbahn, Freunde. So, mach Abfahrt jetzt hier, okay? Ja, yo! So, so sieht das aus in Ego-Perspektive. Ist auch nicht schlecht und wir bleiben auf jeden Fall jetzt mal so. Und Alter, ist das hier hell! Leute, das hier, also ist es ja auch mega... oh, meine Augen, das ist ja mega heiß hier drin. Ey, was geht hier ab? Was sind das für heftige Farben? Also, so sieht das Ganze jetzt aus hier. Wir fahren jetzt hier gerade in so einem heftigen, in so einer heftigen Achterbahn. Also, so eine Regenbogen-Achterbahn. Noch ist sie relativ langweilig, muss ich sagen. Deswegen, ich hoffe auf jeden Fall, dass die mal richtig abgeht jetzt hier, weil, ja, unter uns ist halt Lava oder sowas und hier so ein bisschen ein paar Farben links und rechts. Und jetzt geht es hier schon runter, ne? Können wir jetzt ein bisschen mehr Geschwindigkeit bekommen? Nö, er bremst uns ab. Das ist doch voll langweilig hier, Leute. Ich möchte jetzt hier mal ein bisschen... komm, fahren wir mal ein bisschen weiter jetzt. Ja, also irgendwie ist das Ding relativ langweilig, muss ich sagen. Aber zum Glück ist jetzt auch hier schon das Ende von dieser langweiligen Achterbahn. Also ich habe da schon mal echt viel, viel geilere Dinge gesehen, muss ich sagen. Also hier haben wir nochmal so einen ganz kleinen Käfig oder so. Keine Ahnung, was der jetzt hier bringt. Ah gut, der kostet Geld. Hoverboard ist das. Ein paar Godly Powers verkaufen können, die nur so ein fliegender Teppich und so. Aber wir können jetzt hier zum Beispiel auch weitergehen und er sagt, wir sind fast da. Okay. Die Frage ist nur, wo müssen wir jetzt eigentlich hin? Eigentlich hätte ich gedacht, dass hier noch irgendwo eine Tür, Leute, irgendwo eine... ey, ja, guck mal, wir können Auto fahren. Haut rein, mach's gut, ich kann ja nicht steuern. Ja, und fahren hier mit 39 km/h. Warum denn nicht schneller? Können wir hier nur mit 31 km/h jetzt hier hoch? Okay, Leute, wir können auch mal auf Rot fahren. Wir können aber zurück auch mal auf Orange fahren. Oder auch auf Gelb oder auf Grün oder auf Blau. Aber ich muss sagen, ich bleibe auf jeden Fall mal auf meine Lieblingsfarbe Rot, Leute. Und zwar ganz links. So, jetzt hier... aus dem Weg und wir sind hier auch irgendwie im Weltall oder so. Na, guckt euch mal bitte schon diese Karte an. Das sieht ja einfach nur unnormal aus. Und warte mal, fahren wir da hier in so einen Tunnel rein, Leute? Ich glaube, wir fahren gleich wirklich in so einen Tunnel rein. So, hier, aus dem Weg jetzt. Haut da rein. Oh, sowas hätte ich echt mal mit Fabio und Kaspar zocken müssen, Leute, mit den beiden zusammen. Das wäre bestimmt richtig lustig gewesen. Jetzt hier in den Tunnel rein, jetzt hier, komm. So, und warte mal, ist das so ein Tunnel? Nein, nein, mein Auto. Okay, gut, zum Glück sind wir gerade angekommen. Und jetzt können wir hier, oh Gott, die Riesentreppe, Leute. Ja, also für diese Riesentreppe, ich habe echt keine Lust, da hochzugehen. Ey, kaufe ich mir jetzt mal diesen fliegenden Teppich, muss ich sagen, Leute. Ja, ich kaufe mir dafür jetzt echt den fliegenden Teppich, so. Und, warte mal, hä? Irgendwie ist der fliegende Teppich, er sieht irgendwie ein bisschen komisch aus, wenn ich da drauf sitze. Warum auch immer. Aber na gut, dann fliegen wir mal eben ganz entspannt hier hoch, Freunde. Alter, ist das... guck mal hier, ich hinterlasse so eine Regenbogenspur. Yeah! Regenbogenspur hinter mir. Lol, wie das aussieht. So, jetzt hier, ein bisschen weiter. Zack, zack, zack. Wir sind auch sogar schon gleich da, Freunde. Oh, wir sind oben. Okay. Und jetzt kann man hier noch... warte mal. Wir haben jetzt hier so ein paar Möglichkeiten. Und zwar hier so ein paar Wege, die wir uns kaufen können. So wie bei den Obbys, wenn man eine Obby quasi geschafft hat. Und ey, nein. Nein, 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 nein. Okay, pass auf, wir müssen springen dafür. Ey, hey. Ey, wir hängen hier drin fest. Also irgendwie bringen die Teile auch nicht so viel. Also, aua. Na toll. Jetzt hänge ich hier unter fest, Freunde. Ich weiß auch nicht, was das jetzt hier groß gebracht hat. Das war auf jeden Fall hier dieser ganz heftige Regenbogen-Parcours, Freunde. Wenn es euch gefallen hat, auf jeden Fall auf den Like-Button und auf dem Abo-Button. Und checkt einfach mal ein bisschen aus. Einmal draufklicken. Und abonniert den Kanal für tägliche Roblox-Folgen extra für dich.